Hallo und herzlich willkommen. Möchten Sie sich mal vorstellen? Ja, hallo, ich bin Frau Olbrich, die Französisch- und Deutschlehrerin am Wilhelmstadt-Gymnasium. Und ich habe den Austausch mit Frankreich organisiert, mit der Montalembert-Schule aus Paris, genau. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass Sie es geschafft haben, Kontakt aufzunehmen mit dieser Schule? Ich finde es sowieso total wichtig, dass man Kontakt zu Schülern oder Menschen hat, die Zielsprache sprechen und auch einen Austausch zwischen Kulturen stattfindet. Und ich habe durch unsere alte Schulleiterin oder stellvertretende Schulleiterin Frau Perner den Kontakt bekommen zu Frau Loubet und war sofort begeistert und habe den Kontakt aufgenommen. Und das ging ganz schnell, dass wir den Austausch organisiert haben und okay, vielen Dank. Sie waren ja sehr viel dabei jetzt die letzten Tage. Sie haben ja alles organisiert und auch die Schüler und Schülerinnen rumgeführt. Was sind denn so Ihre schönsten Erlebnisse, die Sie so von der Woche mitbringen? Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Eigentlich war die ganze Woche wunderbar. Es lief alles sehr, sehr glatt und genau wie geplant. Der schönste Moment war einmal, als sich die Schüler wiedergesehen haben nach in einem halben Jahr fast. Wir haben uns ja im Dezember schon in Paris gesehen und sofort wieder wie alte Freunde sich in die Arme gefallen sind und Küsschen hier und Küsschen da, wie man das so macht. Das war ganz, ganz schön zu sehen, dass da schon sehr weitreichende Kontakte aufgebaut wurden, aber auch die kulturellen Veranstaltungen, die wir in der Woche hatten. Also wir sind auch ins Käthe-Kollwitz-Museum gegangen und haben uns Kunst zum Ersten Weltkrieg angeguckt. Das war ja auch unser Thema, dass wir auch so ein bisschen die gemeinsame Geschichte aufarbeiten. Genau, und heute natürlich haben wir eine schöne Kanutour durch Spandau gemacht, durch die Kanäle. Da haben alle nochmal so ein bisschen Teamgeist gezeigt. Das war auch ganz schön. Das klingt voll schön. Heißt das, wir können mit einer lang andauernden deutsch-französischen Freundschaft rechnen? Definitiv. Der nächste Austausch ist schon geplant und wir haben schon sehr viele Interessenten fürs nächste Jahr. Das ist voll schön zu hören. Vielen Dank für das kurze Gespräch. Gerne.